Als Riesenfan der Quest-Produkte, vor allem der Questbar, stehe ich in gewisser Weise in Verantwortung, alle möglichen Sachen von Quest zu testen. Und deswegen seht ihr jetzt hier das Review bzw. den Test zum Quest-Protein-Cookie in der Sorte Chocolate Chip. Viel Spaß dabei! Ich habe mir vorhin überlegt, wenn ich jetzt gleich wieder, ich sag mal, die Ansage des Videos mache, dass ich dann wieder so etwas sage wie von wegen Hallo und seid schön gegrüßt, bla bla. Und jetzt habe ich mir gerade so gedacht, nee, machst du das einfach mal nicht, habe ich keinen Bock drauf, ich muss mir irgendwie was anderes einfallen lassen. Jetzt sage ich einfach, ich fange direkt an zu motzen. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen und gehe in meine Küche. Und ich denke mir so, Scheiße, Alter, wie sieht das denn hier aus? Und ich drehe mich jetzt gerade nach links. Und guck mir das an, weil ich habe, glaube ich, seit 2 Tagen nicht gespült. Keine Angst, ist jetzt hier nicht so schimmelig oder so, aber es ist halt nicht gespült. So Gläser und so ein Scheiß. Und weiß ich nicht, einfach unordentlich hier. Und ich denke mir gerade so, ey, Kacke, Mann, ich will wieder auf die Arbeit. Muss ich diese Scheiße hier nicht sehen? Naja, ich ignoriere das jetzt einfach und vielleicht erledigt sich es irgendwann von selbst. Der Quest-Protein-Cookie hier jetzt im Test. Ihr habt schon mal die Sorte zum Quest-Protein-Cookie in der Sorte Cinnamon Raisin gesehen. Hier haben wir jetzt den Klassiker Chocolate Chip Flavor. Habe ich gefunden bei Sportnahrung Engel, irgendwie in Trier. Gibt es sicherlich auch irgendwo anders im Internet, bei Fitness-Shops, was auch immer. Und ich möchte mir das Ding jetzt hier angucken. A, weil ich ja, wie ich im Intro sagte, die Quest-Produkte sehr, sehr mag und auch einfach. Keine Ahnung, ich sag mal, ist ja ein großer Teil der Videos auf meiner Webseite, dass ich halt Proteinprodukte teste. Das ist übrigens mein Staubsauger. Ich habe gerade überlegt, ob ich auf den Balkon gehe, trotz des miesen Wetters. Aber das Wetter ist so mies, dass ich da keine Lust drauf hatte. Es regnet nämlich, es ist dunkel und es ist doof. Und deswegen machen wir es nicht. Und deswegen, ich könnte ja vielleicht die Kamera so ein bisschen so, dann haben wir vielleicht ein bisschen besseres Licht. Muss ich mich zwar hier voll in meine Küche quetschen, aber ist ja auch egal. Was wollte ich sagen? Genau. Und wir gucken uns das Ding jetzt hier einfach mal an. Ich war von dem einen Quest-Cookie ja jetzt nicht so sehr begeistert. Der war jetzt so geschmacklich nicht die Offenbarung, aber wenigstens so ein konsequenter Protein-Cookie. Es gibt ja diese Protein-Cookies, die voll sind auch mit Kohlenhydrate und sowas, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber ich finde halt, wenn man, weiß ich nicht, wenn man so ein, ich sag mal, Fitness-Protein-Produkt rausbringt, dann finde ich, dann macht man halt Protein rein und höchstens ein bisschen Kohlenhydrate halt, aber nicht gleich so ein Keks, wo eh total viel Kohlenhydrate drin sind. Da finde ich irgendwie unsinnig. Da kann ich auch in Aldi gehen, kaufen mir die geilen Chocolate Chip Kekse für 1 Euro, die mega geil sind, und mache mir einen Esslöffel Quark drauf oder esse den daneben, und das ist tausendmal besser als, ne, diese nicht, weiß ich nicht, konsequent durchdachte Mixtur zu essen. Das fand ich bei den Quest-Cookies gut, der übrigens 59 Gramm wiegt und eben Kohlenhydrate 19 hat, aber davon haben wir eben auch Erythritol und Ballaststoffe, so, und eben nicht richtige Kohlenhydrate. Ich weiß nicht, was er dann an Netto-Carbs hat, vielleicht 5, 6, 7, 8, irgendwie sowas, also wirklich nicht so viel wie viele andere. Die Hauptzutaten sind die Proteinmischung, wie man sie auch kennt. Dann haben wir Butter tatsächlich auch. Wir haben Soluble Corn Fiber, das ist eben dieses Isomalt-Oligosaccharid-Sirup, und das sind diese diätischen Phasen. Dann haben wir Erythritol, auch ein Kohlenhydrat, aber geht eben nicht auf den Insulinspiegel. Ungesüßte Kakao, Palmöl, Calciumcarcinat, auch eine Eiweißquelle. Natürliche Aromen, Wasser, Kakaobutter und so weiter und so weiter. Und auch hier sieht man, wie ich oft bei den Questbars lobe, es sind meiner Meinung nach hochwertige Zutaten drin. 59 Gramm, wie gesagt, 250 Kalorien pro Riegel. Die Nährwerte seht ihr hier. Wir haben also fast 30, also ungefähr so 28% Protein, also wie viele Proteinriegel, aber ein bisschen weniger halt schon. Wir haben aber viel Fett, ja, also fettig ist es ganz schön, vermutlich wegen den Chocolate Chips, also das ist schon nicht mehr dann ganz so fett, aber es ist ja auch nicht unbedingt schlimm, weil es da hier eher so ein Genussdingen sein soll. 250 Kalorien hat ein Cookie, also hat quasi 100 Gramm ja auch fast an die 500 Kalorien, ist also schon nicht wenig, liegt an dem immensen Anteil von Fett. Ich glaube, bei dem Cinnamon Raisin war das deutlich weniger Fett, und daran dürfte das jetzt hier geschuldet sein. Wir haben keine glutenhaltenden Zusätze drin. Da kostet das ganze Ding, glaube ich, irgendwie 2,60 Euro. Soft and chewy soll er sein. Was wir am besten überprüfen, indem wir das Teil jetzt hier mal aufmachen, beziehungsweise ich. Oh, der sieht aber sexy aus. Das ist er, der Quest Protein Cookie, wollte ich sagen. Die Unterseite, oh, fällt schon auseinander. Richtig viele Chocolate Chips, der fällt ganz schön auseinander. Und dann mache ich jetzt mal eben noch ein Foto von. Dann muss ich die Kamera mal drehen. Ich wollte mich schon mal fragen, wie das bei euch aussieht.
wenn ich die Kamera drehe. Weil bei mir macht er dann quasi so schon den Hochkantmodus. Ach, ist auch egal. Ist aufgeschissen. Das ist der Keks. Gucken wir mal die Konsistenz. Ja, die ist wirklich sehr weich. Kann man hier jetzt auch so sehen, dass er so ein bisschen mürb ist. Richtig riesige Chocolate Chips Stücke drin. Also die sind schon richtig geil. Also optisch ist das echt ein feines Teil, muss ich sagen. Kommt natürlich auch auf den Geschmack an. Viele Leute finden diese Riegel widerlich. Mürb tatsächlich, chewy weniger. Also er ist jetzt irgendwie nicht so, weil unter chewy verstehe ich so ein bisschen wie so ein Kaubonbon. Aber halt nur weicher. Ja, wirklich wie so ein weicher, mürber Keks. Ich sag mal, schmeckt jetzt tatsächlich nicht sonderlich gut, aber irgendwie auch nicht grausig. Und ich denke, das sind, also ich glaube, er schmeckt etwas besser als der Cinnamon Raisin, aber immer noch nicht, wer weiß, wie lecker. Und ich denke, das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass man eben seinen Preis dafür bezahlen muss, wenn man zum Beispiel auf sowas wie Kohlenhydrate verzichtet, wenn man quasi ein Produkt kauft, was ein Ersatz für eine Vorlage sein soll, also einen normalen Keks. Es kann nicht so schmecken wie das Original. Es ist schließlich kein scheiß Mehl drin. Es geht nicht. Und bei dem Keks ist der Geschmack okay, ist aber schon relativ künstlich. Die Schokolade ist okay, schmeckt aber irgendwie auch nicht so ganz nach Schokolade. Konsistenz hätte ich, wie gesagt, ein bisschen chewiger erwartet. Ja. Also, doch. Deutlich besser als der andere, aber keine Offenbarung. Wenn ihr unbedingt mal so einen Protein-Cookie statt einem Proteinriegel ausprobieren wollt, holt ihn euch gerne, kann man machen. Ist aber meiner Meinung nach jetzt, wie gesagt, nicht irgendwie das Gelbe vom Ei. Naja, der Quest Protein-Cookie in der Sorte Chocolate Chip von mir jetzt hier getestet. War ganz okay. Wenn ihr ihn kennt, würde ich mich freuen, wenn ich von euch einen Kommentar dazu höre. Und ansonsten bedanke ich mich abermals, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, macht's gut und ciao.